Also kann ich dir irgendwelche letzten Wünsche erfüllen? Habt ihr hier irgendwo eine Elfin gesehen? Eine junge Frau mit roten Haaren, die eine Kettenrüstung herumträgt? Nun, ich wüsste einfach gerne, wohin sie gegangen ist. Das ist alles. Oh, verzeiht mir meine Manieren. Ich bin sicher, meine Probleme interessieren euch nicht. Ich bin der Quartiermeister. Seid ihr hier, weil ihr Ausrüstung benötigt? Sagt mir einfach, was ihr gern hättet. Das Leben zieht. Sieht nur so an uns vorbei, weißt du? Schon morgen um diese Zeit könnte dein hübsches Gesicht einen Speer der dunklen Brut zieren. Darf ich diesen stummen Blick als Nein deuten? Im Namen Andrastes segne ich euch heute. Möge der Erbauer euch gewogen sein, so soll es geschehen. Ruft mich! Ihr müsst sie überzeugen! Wir müssen fliehen! Die dunkle Brut kommt! Ich habe sie gesehen! Wir werden sterben! Es tut mir leid, Wächter, aber sein Zustand ist unverändert, seit er in der Wildnis gefunden wurde. Der Kommandant, der ihn hergebracht hat, war nicht der Meinung. Ihr spürt es auch, oder? Sie verderben das Land, sie machen es schwarz und krank. Ihr könnt es in euch fühlen. Sie werden aus diesem Wald kommen und sich ausbreiten. Sie werden über uns herfallen wie Raupen, die einen Baum befallen. Wir haben genug von euch gehört. Beruhigt euch, guter Mann. Sie sind überall. Ich habe sie gesehen. Was ist denn? Haben die grauen Wächter nicht schon mehr als genug vom Zirkel verlangt? Ich bringe nur eine Nachricht von der ehrwürdigen Mutter, Sir Magier. Sie wünscht euer Beisein. Was ihre Ehrwürdigkeit wünscht, ist für mich ohne Belang. Ich helfe hier den grauen Wächtern. Auf Befehl des Königs übrigens. Hätte ich sie um Schriftform ersuchen sollen? Sagt ihr, ich lasse mich nicht so belästigen. Ja, ich habe euch belästigt, weil ich eine Nachricht überbrachte. Solch Vorwitzigkeit steht euch nicht zu. Dabei dachte ich, wir kämen gut miteinander aus. Ich wollte sogar eins meiner Kinder nach euch benennen. Das Übellaunige. Genug. Ich rede mit der Frau, wenn's sein muss. Geht mir aus dem Weg, Narr. Das Schöne an der Verderbnis ist ja, dass sie die Leute zusammenbringt. Es ist wie ein Fest.
Wir könnten alle einen Kreis bilden und Händchen halten. Dann hätte die dunkle Brut aber was zum Grübeln. Wir kennen uns noch nicht, oder? Ihr seid doch wohl nicht auch ein Magier? Und dann seid ihr wohl Duncans neuer Rekrut. Erfreut euch kennenzulernen. Als jüngstes Mitglied des Ordens werde ich euch begleiten, wenn ihr euch auf den Beitritt vorbereitet. Ganz ehrlich? Gar nichts. Macht euch keine Sorgen. Es würde euch nur ablenken. Es gab schon länger keine Zwerge bei den Grauen Wächtern. Ihr wisst sicher viel über die dunkle Brut. Oh, dann habt ihr wohl eine lebhaftere Vergangenheit, als Duncan uns wissen ließ. Aber keine Sorge, ihr werdet jede Menge dunkle Brut sehen, vermutlich früher, als euch lieb ist. Wie auch immer, sobald ihr bereit seid, sollten wir zurück zu Duncan gehen. Er möchte sicher mit dem Ritual beginnen. Mit dem Magier? Der Zirkel ist auf Ersuchen des Königs hier. Und die Kirche schätzt das gar nicht. Sie sagt den Magiern mit Wonne, wie unerwünscht sie sind. Was mich in eine unangenehme Position bringt. Ich war nämlich mal ein Templer. Nicht alle Templer tun das, aber es stimmt. Die Kirche hat mich aufgezogen, bis Duncan mich vor 6 Monaten rekrutiert hat. Die ehrwürdige Mutter hatte sicher eine Beleidigung im Sinn, als sie mich als Boten geschickt hat. Und der Magier hat prompt darauf reagiert. Ich hätte die Nachricht freiwillig nicht überbracht. Aber Duncan sagt, wir sollen kooperativ sein und mit allen auskommen. Offenbar wurden nicht alle so instruiert. Davis und Sir Jory sind hier im Lager. Habt ihr sie schon getroffen? Haltet die Augen offen, vielleicht sehen wir einen von ihnen. Wirklich? Aha, ganz was Neues. Wenn ihr Fragen habt, nur zu. Andernfalls geht weiter. Es tut mir leid, aber das Hauptlager der Truppen ist im Moment für euch gesperrt. Hey, es kommt also doch noch jemand, um mit dem einsamen Gefangenen zu reden. Ich nehme nicht an, dass ihr gekommen seid, um ein Urteil zu sprechen. Ich darf vermutlich nicht darauf hoffen, dass in euch ein bisschen Freundlichkeit steckt, oder? Ich bitte nur um Essen und Wasser. Ich habe nichts bekommen, seit ich eingesperrt wurde, und ich bin am Verhungern. Ich nehme an, dass einfach niemand daran gedacht hat, bei den ganzen Schlachten und so. Fragt einfach meine Wache nach seiner Ration. Er hat noch etwas übrig. Ich habe gesehen, wie er es in seinen Mantel gesteckt hat. Habt ihr ein Glück? Ihr grauen Wächter dürft den König begleiten, während ich mich hier mit der Bewachung dieses Deserteurs rumärgern muss.
Sie hätten ihn einfach hängen und ein Exempel statuieren sollen, indem sie seinen Kopf auf einen Speer stecken. Ich nehme an, es war keine besonders aufschlussreiche Unterhaltung. Hat er das? Da mir niemand Verpflegung für ihn gebracht hat, wäre die einzige Möglichkeit, ihm meine zu geben. Zehn Kronen? Gut, gebt ihm was zu essen, wenn ihr wollt. Aber ich will nichts damit zu tun haben. Wenn irgendjemand fragt, warum er rülpst, sage ich, dass ihr dafür verantwortlich seid. Nur damit ihr es wisst. Also, ihr bringt mir etwas zu essen, oder? Ich sterbe vor Hunger. Ich danke euch. Ihr seid wirklich freundlich. Andraste möge euch mit ihrem Segen überschütten. Du hast Alistair also gefunden, was? Gut. Ich nehme an, du bist bereit, mit den Vorbereitungen zu beginnen. Natürlich nur, wenn du keine weiteren Magier mehr verärgern musst, Alistair. Was soll ich sagen? Die ehrwürdige Mutter hat mich überfallen. So wie sie die Schuldkeule schwingt, sollte man sie in die Armee stecken. Sie hat dich also gezwungen, dich über Magier lustig zu machen? Wir können es uns nicht leisten, irgendjemanden zu verärgern. Wir dürfen unseren Feinden nicht noch mehr Munition gegen uns liefern. Es tut mir leid, Duncan. Ich sorge dafür, dass wir vollzählig sind. Das hier ist Sir Jory, ein Ritter aus Redcliffe. Wie geht es euch? Und das hier ist Davis, ein Bursche aus Denerim. Wie bezaubernd, Herrin. Und das hier ist natürlich die Rekrutin, die Duncan uns angekündigt hat. Nun denn. Jetzt, wo ihr alle hier seid, können wir beginnen. Ihr vier werdet in die Korkari-Wildnis aufbrechen, um zwei Aufgaben zu erfüllen. Die erste ist, drei Fläschchen mit dem Blut der dunklen Brut in euren Besitz zu bringen, eins für jeden Rekruten. Selbstverständlich. Dennoch, ihr müsst zusammenarbeiten, um alles Notwendige zu sammeln. Das ist ebenso Teil des Beitritts wie das, was danach folgt. Einst gab es in der Wildnis ein Archiv der Grauen Wächter. Es wurde vor langer Zeit aufgegeben, als wir es uns nicht mehr leisten konnten, derart abgelegene Vorposten zu unterhalten. Vor kurzem haben wir erfahren, dass einige Schriftrollen zurückgelassen wurden. Um sie zu schützen, wurden sie magisch versiegelt. Alistair, ich möchte, dass ihr diese Schriftrollen findet und mitbringt, wenn ihr die Möglichkeit dazu habt. Die Schriftrollen enthalten Verträge, in denen uns Unterstützung zugesichert wird. Bei dem, was uns bevorsteht, könnten diese Verträge hilfreich sein. Gib gut auf sie Acht, Alistair. Kehrt schnell und wohlbehalten zurück. Das werden wir. Dann möge der Erbauer über euch wachen. Wir sehen uns bei eurer Rückkehr.